Pfanne in den Arbeitsraum, Lacken dreckig, weg damit, weiter geht's im Sauseschritt. Puls und Blutdruck, Temperatur, Frühstück wartet auf dem Flur und die Kranken warten auch auf Spritzen in den Bauch. Heißes Wasser für den Tee, allen tut heute etwas weh, vier Patienten schälen schon und es schellt das Telefon. Wir sind der Friede-Notstand, gegen die in Not sind und am Po schon rot sind, denn wir sägen längst im Notstand und die Zeit zum Wenden fehlt an allen Enden. Sieht da raus, der Chef hat Zwang, weg zu gleich. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle gekommen seid, trotz der schlechten Wetterbedingungen. Aber wir arbeiten alle in der Pflege und haben alle mit der Pflege zu tun, durch keine schlechte Arbeitsbedingungen. Deshalb kann uns ein bisschen Regen nicht abschrecken. Das sind keine schlechten Arbeitsbedingungen für widrige Umstände. Wir sind heute hier, weil heute der internationale Tag der Pflegenden ist. Das ist der Geburtstag von Florence Nightingale. Sie wäre heute 104.000 Jahre alt geworden. Ja, deshalb, das ist heute der Ernsttag. Wir sind heute hier, weil es Leute einen großen Pflegenotstand gibt. Fatalen. Wir haben jetzt schon fehlen uns 100.000 Pflegekräfte in Deutschland. 2020 werden es 200.000 Pflegekräfte sein. Und 2050 erwarten wir, dass uns 500.000 Pflegekräfte in Deutschland fehlen. Das ist ein untragbarer Zustand. Das geht so nicht weiter. Wir haben, wenn man das auf die andere Seite sieht von der Patientensicht, wir haben jetzt schon knapp 500.000 pflegebedürftige Patienten in Deutschland. Oder Menschen. 2050 wird erwartet, dass wir 4,4 Millionen pflegebedürftige in Deutschland haben. Ja, liebe Hamburger, liebe Hamburgerinnen, liebe Pflegefachkräfte, ich kann jetzt irgendwie nicht herzlich willkommen sagen. Ich finde es einfach geil, dass ihr alle hier seid, dass hier so viele Menschen demonstrieren für eine bessere Pflege. Hinter mir ist das Rathaus. Da hat, wie eben schon gesagt wurde, am letzten Mittwoch eine Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft stattgefunden. Wir haben das Thema Pflege am Boden zur aktuellen Stunde angemeldet. Zwei von euch haben ja daran teilgenommen und konnten erleben, wie merkwürdig dieses Thema aufgenommen wurde. Was hat das eigentlich Aktuelles? Was ist daran aktuell? Und was hat das bitte schön mit Hamburg zu tun? Das waren so die großen Fragen, die uns da gestellt wurden. Ich glaube, es ist uns immer zu leise, deswegen. Ich glaube, es ist gelungen, deutlich zu machen, wie aktuell das Thema Pflege und Pflegenotstand ist und was das auch konkret mit Hamburg zu tun hat. Hinter uns ist euer Arbeitsplatz, den habt ihr heute mitgebracht, das finde ich super. Und niemand, wirklich niemand kann dem Thema Pflege aus dem Weg gehen. Wahrscheinlich irgendwann selbst mit dem Thema Pflege zu tun haben, sei es als Angehörige oder Angehöriger, sei es als Selbstbetroffener oder sei es, dass ihr heute da seid, als dass ihr in der Pflege beruflich tätig seid. Ich habe den allerhöchsten Respekt vor Pflegefachkräften, vor Menschen, die in der Pflege arbeiten. Heute wird das vielleicht auch bestätigen können. Ich engagiere mich seit vielen Jahren in der Thema Pflege, obwohl ich da beruflich gar nicht herkomme. Aber ich bin Gewerkschafterin, ich bin Betriebsrätin und ich weiß, wie es ist, Lohn am Arbeitsplatz zu haben. Und das Thema Pflege ist viel zu lange außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung gewesen. Es ist Zeit, es ins Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung zu holen. Und das, was ihr hier macht, ist richtig. Bleibt dabei, bleibt da dran und macht es der Gesellschaft deutlich, wie wichtig das Thema Pflege und Pflegenotstand ist. Und leider hat es die Bundesregierung der letzten Jahre, zuletzt Schwarz-Gelb, versäumt, im Thema Pflege voranzukommen. Der Pflegebegriff hätte schon lange geändert werden müssen. Die Gutachten liegen seit vielen, vielen Jahren auf dem Tisch. Die neue große Koalition hat versprochen, das Thema anzugehen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin skeptisch, ob das gelingt. Ich bin auch mit einem Bundesgesundheitsminister Gröhe sehr skeptisch, der, bevor er dieses Amt hatte, überhaupt keine Ahnung vom Thema Gesundheits- und Pflegepolitik hat. Ich weiß nicht, wie das gelingen soll, ohne dass man sich da vernünftig mit auskennt, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Und ich weiß, dass der Pflegeberuf einer der Berufe ist, die wirklich mit einem ganz hohen persönlichen Engagement gemacht werden. Ich bin über 30 Jahre berufstätig, ich habe noch nie eine Berufsgruppe getroffen, die mit so viel Liebe und Fürsorge und auch Hingabe ihre berufliche Tätigkeit ausübt. Die Gefahr darin ist ja gleichzeitig, dass man sich auch verausgabt und ausbrennt. Wir wissen es von den Statistiken, die Zahlen sind erschreckend, wie ausgebrannt man durch den Pflegeberuf auch sein kann, aber nur wegen der Bedingungen, nicht wegen dem, wie ihr euren Job macht. Denn die Pflege würde noch viel schlimmer aussehen, wenn ihr ihn nicht mit so viel Leidenschaft machen würdet. Thank you.
Wir sind eine Familie der Pflegekräfte, wir haben immer mehr Pflegebedürftige, die uns versorgen wollen. Das funktioniert einfach nicht. Wir liegen hier am Boden, das ist ein Wunderschutz zu zeigen, dass die Pflegekräfte in Deutschland nicht mehr können. Wenn es die Pflege angehören, können wir in Deutschland nicht mehr. Weil die Menschen können in Deutschland nicht mehr Krankenhäuser und Pflegediensten, weil das nur das kann die Situation in Deutschland verbessern. Weil jede Reform funktioniert nicht ohne professionelle Pflegende. Keine Reform ohne uns.
ein ganz großer Anteil an Pflegekräften aus dem Job raus. Wer macht es denn dann? Es kommen ja nicht dementsprechend die Jungen nach. Und ich finde, wir können nicht immer über das schlechte Image der Altenpflege oder der Pflege grundsätzlich sprechen, wenn wir nichts dagegen tun. Denn die Pflegekräfte tun tagtäglich was dafür, dass das Image besser wird. Aber die Politik unterstützt uns überhaupt nicht. Private Betreiber zweistellige Renditebeträge aus den Unternehmen rausnehmen. Das ist ein Skandal. Kann es sein, dass solche Betriebe an die Börse gehen und wir haben nicht genug Pflegekräfte? Das Geld für die Pflegekräfte fehlt definitiv. Und ich finde, gerade auch hier in Hamburg, der Herr Bürgermeister hat am 29. April auf der Veranstaltung zum 1. Mai gesagt, er ist für allgemeinverbindliche Tarifverträge. Reicht das so, oder? Allgemeinverbindliche Tarifverträge, das ist schon lange überfällig für die Pflege. Es kann nicht angehen, dass nur jetzt aufgrund des Pflegenotstands ausgebildete Pflegekräfte mehr Geld kriegen, aber die anderen, die Hilfskräfte oder sowas, die machen nachher die lange Nase. Auf Kosten von Hilfskräften wird dann das System umgedreht. Das kann so nicht angehen. Ich bin dafür, dass wir endlich mal für allgemeinverbindliche Tarifverträge bekommen. Vom Forderteam Lübeck. Hallo, ihr Lieben aus Lübeck. Schön, dass ihr alle hier seid. Schön, dass ihr euch doch ausgemacht habt, bei diesem Wetter hier noch aufzutauchen. Aber die Pflege lässt sich ja nicht unterkriegen. Ich habe lange überlegt, warum soll ich mich überhaupt für irgendwas organisieren? Warum soll ich überhaupt irgendwas machen? Auch ich hatte die Einstellung, es ändert sich eh nicht. Nein, wir werden alleine nur für uns was ändern können. Und wenn wir uns nicht aufmachen und wir nicht versuchen, jetzt das alles zu ändern, dann wird es in 10 Jahren ziemlich, ziemlich bitter aussehen. Ich Jahren bin ich noch mutig dabei, es wird aber immer schwerer. Die letzten 3 bis 5 Jahre, muss ich sagen, sind die schwersten geworden. Durch die Fallpauschalen, die sie eingeführt haben, wird das ganze System auch nicht besser. Die Pflegekräfte wandern ab, es geht in die Schweiz, es geht in andere Länder. Natürlich, die Pflegebedingungen dort sind wesentlich besser, der Beruf ist besser anerkannt. Merkel war eigentlich so mein ausschlaggebender Punkt, als sie sagte, wir werden die stillen Eckpfeiler in der Politik und in der Gesellschaft. Ich meine, still bin ich schon lange nicht mehr und da habe ich auch keine Lust mehr zu. Eckpfeiler sind ja gut und schön, aber sie müssten vielleicht auch mal belohnt werden. Die schlimmste Situation, die ausschlaggebende Situation für mich, war die, als ich eine sterbende Patientin auf Station hatte, der man in der Visite gesagt hat, sie haben noch 3 Monate zu leben. Ich wollte hingehen, ich wollte wirklich den ganzen Tag hingehen und wollte mit ihr leben, wollte die Zeit haben, wollte mir die Zeit nehmen. Was war? Es war 2:20, ich hatte Feierabend, mein Sohn musste abgeholt werden von dem Busthema 1. Du hast was vergessen. Ich denke, das geht ganz, ganz vielen so. Und das ist das, warum wir hier sind. Wir sind Akkordarbeiter geworden. Es geht nur noch darum, die Patienten morgen flott zu waschen, flott zu füttern, flott abzuarbeiten. Dann selber mal ganz kurz 10 Minuten eine Zigarettenpause und das Brötchen daneben essen und das war's. Das wird in keinem Beruf so schlimm gemacht wie bei uns. Und in keinem Beruf gibt es so viele Burnouts wie bei uns. Ja. Schon viele hier geworden in Hamburg und das ist auch wirklich super, super gut. Aber Leute, denkt dran, wenn wir uns selber nicht jeden Monat in den Hintern treten und jeden Monat sagen, wir stellen uns wieder hin oder wir regeln uns wieder hin, werden wir nichts verändern können. Die Pflege muss uns hören, Berlin muss uns hören und wir wollen auch keinen Herrn Gröhe mehr, der uns erzählt, er hat ein Projekt und er hat eine Idee. Ideen gibt es genug in der Schublade, die gibt es schon seit über 10 Jahren in der Schublade. Seit über 10 Jahren gibt es den Begriff Pflegebedürftigkeit neu erläutert. Er liegt da, man musste ihn gleich mal benutzen. Ja.
der steht aus ähnlich wie mir. Ich habe es einfach leid. Ich habe alle Aufreden leid. Ich habe alle Parolen leid, die es gibt. Wir sind 1,5 Millionen Pflegekräfte. Hallo? Wo sind wir denn alle? Wir haben die Angehörigen da noch nicht mit angesprochen. Bitte, bewegt euch alle. Nur so werden wir Deutschland verändern. Ihre Mutter seit Jahren und sie wird uns jetzt mehr dazu erzählen können. Ja, hallo. Also ich bin einer von diesen Angehörigen, die da am Flughafen liegt. Ich bin eigentlich Heilpraktikerin und Fan, bin ich seit über 20 Jahren. Könnt ihr mich nicht verstehen? Ja, ich musste meinen Beruf aufgeben. Ich habe versucht, ergänzendes Hartz IV zu beantragen und meinen Beruf noch teilweise weiter auszuüben. Das wurde mir sehr, sehr schwer gemacht, schon bei der Antragstellung. Das Geld floss dann nicht. Ich konnte meine Miete nicht zahlen, musste von daher schon aufhören. Aber ich bin so beschäftigt mit der Pflege meiner Mutter, dass es ohnehin nur noch in ganz kleinem Rahmen möglich wäre. Und jetzt bin ich eben auch sehr beschäftigt, einfach damit, mich mit dem Jobcenter zu streiten. Das eigentliche schlimme Problem ist, dass bei Pflegestufe 2, also meine Mutter hat Pflegestufe 2, sie ist dement und sie ist schwer sehbehindert. Die Gehbehinderung sind noch ein paar andere Dinge, aber die Demenz und die Sehbehinderung spielen bei der Pflegestufe keine direkte Rolle. So, und bei Pflegestufe 2 muss ich mich also immer noch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Und das ist ein Witz, das funktioniert überhaupt gar nicht. Ja, und aus diesen Gründen, also ich kann jetzt noch stundenlang erzählen, aber bin ich dann in den Verein gegen Armut durch Pflege eingetreten. Ich meine, ich korrigiere, der Verein heißt Wir Pflegen. Wir Pflegen, ein deutschlandweiter kleiner, aber aktiver Verein. Und daraus ist die Initiative gegen Armut durch Pflege entstanden. Ja, und ich bin einfach ziemlich sauer darüber, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Und wenn wir pflegenden Angehörigen nicht mehr können und in Armut geraten, also wirklich die Existenz werden wirklich vernichtet. Das ist auch relativ egal, ob man nun Freiberufler ist oder ein kleines mittelständisches Unternehmen hat oder im Angestelltenverhältnis ist. Das ist ganz schwierig zu vereinbaren miteinander und dann landet man in Hartz IV, weil die Arbeit, die Zeit einfach nicht honoriert wird. Es gibt jetzt eine Dokumentation, könnt ihr euch alle auch anschauen noch in der Mediathek vom NDR. Diese Doku heißt Kostenfalle Pflege. Da sind also meine Mutter und ich ein Teil davon. Das sind 45 Minuten insgesamt. Und dort wird sie und ich begleitet sozusagen durch den Pflegealltag. Es wird auch die Tagespflege gezeigt, in die sie geht, in der sie übrigens sehr, sehr glücklich ist. Aber auch dort gibt es wie überall das Geld knapp, ne? So, sagen wir mal so. Ja, und ich bin einfach so sauer und so wütend, dass ich jetzt bereit war und bin, damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen, auch wenn das für mich unterstützen.
Verdichtung und Dokumentation immer mehr die Zeit für die eigentliche Pflege auffressen. Und es darf nicht sein, dass Personalabbau, niedrige Löhne, die Ökonomisierung, also die Folgen der Ökonomisierung im Gesundheitswesen einseitig auf die Pflege abwälzen. Schluss dann mit einer Haltung, die heißt, Pflegen könne jeder. Bezahlung muss den hohen qualitativen Ansprüchen, die wir an die Arbeit haben, auch gerecht werden. Vor dem aktuellen Hintergrund der Tarifverhandlungen in den Krankenhäusern kann das nicht genug betont werden. Drohgebärden wie der Einstellungsstopp von der Prebios sind da aus meiner Sicht in dieser Auseinandersetzung völlig unangemessen. Es werden viele Maßnahmen notwendig sein, um die Pflege, um die Situation in der Pflege wirklich zu verbessern. Hamburg ist da gefragt, besonders ist der Bund gefragt, die Bundeswehrpolitik. Es braucht eine verbindliche Personalbemessung in der Krankenpflege, damit der Personalbedarf wirklich dem Pflegebedarf angemessen ist und das Pflegepersonal darf in erster Linie als Kostenfaktor betrachtet werden. Auch mehr Fördermittel für Aus- und Weiterbildung in der Pflege und auch endlich eine verlässliche Finanzierung für die Umschulung in die Pflegeberufe, da ist Hamburg bisher gefragt. Wir sollten außerdem prüfen, ob es Entlastungen geben kann, die wir aus Hamburg heraus erwirken können, was die Bürokratie und den Dokumentationsaufwand angeht. Doppelprüfungen von Heim- und Pflegediensten durch MDK und Heimaufsicht sollten vermieden werden. Der Pflegetyp hat sich aus unserer Sicht nicht bewährt. Statt mehr Qualität schafft er nur mehr Bürokratie. Notwendig, um es richtig Qualität zu messen, aber der Pflegetyp hat bisher einfach zu viele Schwächen und wir brauchen eine sinnvolle Alternative. Bei Demenz muss stärker berücksichtigt werden. Wir brauchen einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff, der psychische und körperliche Beeinträchtigung gleichermaßen berücksichtigt. Dass die Große Koalition das Thema angeht, ist gut, aber dass es nicht vor 2017 zur Veränderung kommen soll, halte ich für unnötig verspätet. Auch eine Abkehr von der Minutenpflege ist möglich mit einem neuen Pflegebegriff. Das wollen wir unterstützen. Weiterhin für eine solidarische Bürgerversicherung. Sie ist auch Krankenschwester, arbeitet schon länger in der Pflege, ist im Betriebsrat und erzählt jetzt nochmal, warum sie aus Saarbrücken den ganzen weiten Weg hierher gekommen ist nach Hamburg, um uns hier bei der Demo zu unterstützen. Pflege am Boden hat uns mittlerweile so als Herzensangelegenheit gepackt, dass wir gesagt haben, hier ist eine Großdemo am Internationalen Tag der Pflege, da fahren wir hin. Wir waren jetzt zu dritt unterwegs, das hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich bin wirklich froh, dass wir hier waren. Wir müssen laut werden, weil ich glaube, so richtig kapiert in der Politik und in der Regierung hat es noch niemand. Und es reicht einfach. Sauseschritt.
Hotdog-Temperaturen, Frühstück wartet auf den Flur und die Kranken warten auch auf Spritzen in den Bauch. Heißes Wasser für den Tee, allen tut heute etwas weh, vier Patienten schellen schon und es schellt das Telefon. Wir sind der Pflegenotstand, wegen wir in Not sind und am Po schon rot sind, denn wir segen längst im Notstand und die Zeit zum Wenden fehlt an allen Enden. Sieht der Chef hat Zwang, fängt sogleich zum Meckern an. Oberschwester Martha schwitzt, weil ein Verband nicht sitzt. Meier muss zum EKG, Müller muss in den OP. Schulze müsste auch einmal, Stuhlgang ist für ihn eine Qual. Schmidt liegt schon im Aufwachraum, Schulze kann noch immer kaum. Da muss wohl ein Einlauf her, Mittagessen bitte sehr. Holt jetzt einer den Herrn Schmidt und bringt auch ein Meier mit. Blut muss auch noch ins Labor, laut sie haben noch viel vor. Wir sind der Pflegenotstand, wegen die in Not sind und am Po schon rot sind. Denn wir pflegen längst im Notstand und die Zeit zum Wenden fehlt an allen Enden.